YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und heute werden wir uns den Style von Shindy aus dem letzten Musikvideo angucken. Ich weiß, bereits in der letzten Folge haben wir das gemacht, aber sobald das Musikvideo online gestellt wurde, habt ihr mich so sehr mit Nachrichten vollgebombt, dass ich mir dachte, auf euren Wunsch einzugehen und eine zweite Folge abzudrehen. Falls ihr euch den Song noch nicht angehört habt, dann schaut mal unten in die Beschreibung vorbei. Ich werde das dort verlinken. Genauso wie alle Alternativen, die ich hier in diesem Video erwähne. Auch bei diesem Style-Check gucken wir uns primär die Outfits an, die Shindy trägt, und lassen die Musik ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mir für diese Folge wieder drei Outfits ausgesucht und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem ersten an. Hier trägt Shindy einen grauen Pullover von Alexander Wang, der relativ oversized geschnitten ist. Das gute Stück kann man für 280 Euro bei Mr. Porter kaufen und eine gute Alternative dazu sind die Crewnecks von Gildan, die auf Amazon gerade mal 10 Euro kosten. Kauft euch hier auf jeden Fall eine Nummer größer als eure übliche Größe, falls ihr auch diesen Oversized-Effekt haben wollt. Zusätzlich layert er das Ganze mit einem weißen T-Shirt. Da könnt ihr eigentlich jedes weiße T-Shirt verwenden, was ihr gerade zur Hand habt. Die von Gildan kosten gerade mal 3 Euro und würde ich euch ebenfalls empfehlen, eine Nummer größer zu kaufen. Er trägt zu dem grauen Pullover eine Destroyed Jeans. Da kann ich euch die von Favela ans Herz legen. Die kommen diesem Look relativ nah und zusätzlich hat er die Yeezy 350 V2 an den Füßen. Wer die hat, kann die natürlich zu dem Outfit so kombinieren. Ansonsten ist es relativ schwer, dazu eine vernünftige Alternative zu finden. Falls ich was finde, ist sie auch unten in der Beschreibung verlinkt. Als zweites Outfit trägt Shindy eine orangene Bomberjacke und da dachte ich auf den ersten Blick, dass das die ist von der Kollabo zwischen Fogg und Paxson. Aber wenn man wirklich genau hinschaut, sieht man, dass sie von Fogg ja relativ dünn ist und die Shindy trägt, hat halt diesen richtigen Bomber-Effekt. Das bedeutet, die ist relativ stark gefüttert. Da habe ich eine coole Alternative auf ASOS für 43 Euro gefunden. Ansonsten könnt ihr halt auch eine MA-1 Alternative in Orange nehmen. Unter der Jacke trägt er einen grauen Dreams Hoodie, der offensichtlich sein Merch ist. Wer auf diesen Aufdruck verzichten kann, kann einen von Gildan nehmen. Die kosten bei Amazon 12 Euro und haben einen ähnlichen Look wie der. Das Ganze layert er wieder mit einem weißen T-Shirt. Da könnt ihr wieder die von Gildan nehmen. Wer ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will, der kann sich das Long Tee von Urban Classics kaufen. Macht auch von der Qualität einen stabileren Eindruck und ist auf jeden Fall besser geschnitten als diese ganz normalen Gildan T-Shirts. Kommen wir zu dem letzten Outfit, in dem er in dem Mercedes SL sitzt. Wirklich meiner Meinung nach das beste Outfit aus dem Musikvideo. Sieht wirklich mega fresh aus, wie er den Crewneck aus der Yeezy Season 3 kombiniert hat. Ich glaube, der Pullover kostet so 325 Euro und ist insgesamt in 4 verschiedenen Farben rausgekommen. Eine gute Alternative dazu sind wieder die von Gildan. Kosten gerade mal 12 Euro und Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich top. Außerdem trägt er eine Destroyed Jeans von Saint Laurent, die bei Essence 590 Euro kostet. Wirklich dazu eine sehr, sehr gute Alternative ist die von Favela. Ich glaube, die sind momentan sogar im Angebot für so um die 90 Euro. Haben einen ähnlichen Look und dazu trägt er nochmal die Yeezy Boost 750 in dem letzten Colorway, der rausgekommen ist. Wer dazu eine gute Alternative am Start hat, kann das gerne unten in die Kommentare packen. Ansonsten ist es wirklich mega schwer, zu den Yeezys eine vernünftige, gut aussehende Alternative zu finden. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommen würde, würde ich euch den Adidas Tubular X empfehlen. Allerdings kann man den Schuh nicht wirklich miteinander vergleichen. Aber wer irgendwie keine Lust hat, 1000 Euro für einen Yeezy auszugeben, kann mit dem Schuh das Outfit auch gut kombinieren. Für diejenigen unter euch, die sich die Tublocks angeguckt haben, die kennen dieses Outfit bereits und wissen, dass er zu diesem Outfit eine Camouflagejacke angezogen hat, die ebenfalls von der Yeezy Season 3 ist. Ich glaube, das ist ein Anorak für 820 Euro. Aber ich habe eine coole Alternative dazu gefunden, die glaube ich 36 Euro kostet. Natürlich, der Camouflage-Print ist jetzt nicht derselbe, aber als Alternative wirklich eine gute Lösung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen, den Style von Shindy etwas zu durchleuchten. Ihr könnt mir als Question of the Video die Frage beantworten, wie ihr dieses Musikvideo fandet. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Falls es euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.